Wir haben da eine relativ interessante Arbeit in Auftrag bekommen. Das heißt, es war eine große Rüfe im Bondo, im Bergell, aus dem Monte Cengalo gekommen. Das heißt, fast 600.000 Kubikmeter sind ins Tal heruntergerast und haben sehr, sehr hohe Schäden am Dorf Bondo und der Umgebung gemacht. Unsere Aufgabe ist, praktisch diese Parzellen wiederherzustellen. Bei der Moment haben wir die Supersoil von Firma Seppi auf Fendt 936 angehängt, wo wir jetzt wirklich die ganzen schweren Arbeiten, das heißt das Aufbrechen des Granitgesteins auf ein kleineres Maß herstellen müssen. Im Moment, die ganze Begrünung beläuft sich auf ca. 8 Hektar. Diese Extremarbeit wird so um die 4 Hektar, 5 Hektar ausmachen. Nach dem Brechen dieser Schicht, das heißt praktisch nur eine Kiesschicht, eine Granitschicht, wird dann nach Abnahme der Ingenieure humusiert. Das heißt, es werden so 35-40 cm Humus wieder aufgetragen. Dann wird das Material der Humus nochmal gebrochen, um ein perfektes Saatbeet herzustellen, um dann die Saat vorzunehmen. Ich arbeite schon gut 10 Jahre mit Firma Seppi und was ich sagen kann, ist, die Entwicklung ist also wirklich sehr positiv. Also jetzt nach 3-monatigem Einsatz kann ich sagen, dass die Verschleißteile um einiges länger heben und der ganze Aufbau auch im Handling, im Wechsel der Verschleißteile und so, sich sehr stark verbessert hat. Wir sind eine kleine Region, um nur gewisse Sachen zu machen. Und so bin ich auf Seppi gekommen, weil sie ist eine multifunktionale Maschine. Also ich kann effektiv von Stockmulchen, von Stockfräsen bis Humusmulchen, Grasmulchen bis zu Steinbrechen alles machen.